Ja, nach einer gewissen Zeit mit meinen Tonbandstimmen wurde ich dazu geführt, meine Videokamera zu benutzen und die auf meinen Bildträger zu richten. Ich habe das versucht und plötzlich kam ein Blitzen in dieses glasklare Bild. Und aus diesem Blitzen wurde eine Verschwimmung und das habe ich einfach abgestoppt. Und das habe ich schon undeutlich gestalten. Nach diesen Anfangsbildern bin ich dazu übergegangen, diese Gestalten stehen zu lassen und auf Video 2, also auf einem Videoträger, wieder als Standbild weiterzugeben. So, Sie meinen, es war nur eine Sekunde? Noch nicht mal, ein Gedankenblitz. So schnell. Und da müssen, man nennt es ein Fotoapparat, als wenn Sie dauernd von einem Fotoapparat Einzelbilder schalten. Und so bauten sich diese paranormale Bilder auf. Sie sehen jetzt hier meinen Vater in seiner Entstehungsphase. Jetzt achten Sie bitte im Laufe dieser Bilder auf seine Augen. Es ist ein Standbild, welches die Augen öffnet und zur Seite sieht. Jetzt kommt diese Marienerscheinung. Wenn Sie gut hinsehen, sehen Sie sogar ihren Bau als Trägerin von Christus. Wer den christlichen Glauben hat, der sieht auf diesem Bau ein Kreuz. Und das sind alles Geschenke vom Jenseits zum Diesseits. Und innerhalb dieses Bildes bauen sich wiederum andere Bilder auf. Es geht so schnell. Und dann werde ich geführt. In meinen Händen, in meinen Gedanken, in meine Griffe, diese Bilder, wie Sie hier sehen, schön klar auszubringen. Das zu der Bildanspielung. Viele Leute denken vielleicht, dass sie nur ein Foto aufgenommen haben. Ja, das haben sie gedacht, bisher. Aber in der Zwischenzeit hatte ich halb Europa bei mir gehabt, Spitzenwissenschaftler, die dafür oder dagegen waren und haben ihnen live vorführen können, wie diese Bilder entstehen. Da mussten diese Herren, die als Kritiker kamen, als Gläubige gehen oder sie gingen verwirrt und haben sich nie mehr gemeldet. Im Gegensatz zu diesen Leuten, die mit gläubiger Absicht zu mir gekommen sind, aber auch ausgezeichnete Fachleute waren, die wurden so fasziniert, dass sie nicht schnell genug dieses Phänomen umtragen konnten. Hier sind sie mit einer Aufbauphase, so geschieht es, wenn Bilder entstehen. Den Anfang. Den Anfang, ja. Und dann heißt es Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ihre Arbeit. Ja, ich muss genauso dabei sein, mit meinen geistigen Gedanken wie die Jenseitigen. Und dann kommt dieses Phänomen. Hier entsteht gerade Albert Einstein. Sie sehen ihn unteilig in seinen Umrissen, ja? Er ist noch nicht ganz voll integriert. Er manifestiert sich auf diesem Bild nachher so deutlich, dass er für jeden erkennbar wird. Aber fragen Sie nicht nach dieser Arbeit dieser Aufbaubilder. Es wird von beiden Seiten eine ungeheure geistige Konzentration und Energie dazu. Romy Schneider ist ein von den vielen Geisten, die sich bei Klaus Schreiber auf de video heeft gemeld. Alle op het tv-beeld verschenen geesten heeft hij in een boek verzameld.